Von Volker Probst: Sie springen dem Tod zurück auf die Schippe. Mit Flatliners erlebt ein Kultfilm um das Leben, das Sterben und vor allem die Zeit dazwischen wieder Auferstehung. Mit dabei ist auch Originaldarsteller Kiefer Sutherland. Kann er das Remake retten? Es gibt so einige Remakes alter Filme, bei denen würden sich die Originaldarsteller vermutlich im Grab umdrehen. Bei Flatliners kommt das nicht in Frage. Schließlich ist der Ursprungsfilm von 1990 noch gar nicht so alt. Sein damaliger Hauptdarsteller Kiefer Sutherland etwa erfreut sich mit seinen 50 Jahren noch voll und ganz des Lebens. Ja, Sutherland hat sich nun sogar den Spaß erlaubt, in der Neuauflage des Streifens in eine Nebenrolle zu schlüpfen. Seinerzeit bescherten ihm seine Darstellung des Medizinstudenten Nelson Reid in Flatliners und die vampirklamottete Lost Boys den Durchbruch. Jetzt gibt er den gestrengen Dr. Werewolfsohn, der den Studenten auf die Finger schaut. Das ist auch nötig, denn in Flatliners 2017 treibt der medizinische Nachwuchs natürlich die gleichen arghalsigen Spielchen wie schon im Original, Nahtodexperimente, bei denen sich die Studenten mit den Schockstößen eines Defibrillators für mehrere Minuten ins Jenseits befördern, ehe sie sich von ihren Kommilitonen wiederbeleben und zurück ins Diesseits holen lassen. Auch das Setting ist im Prinzip das gleiche wie schon damals 1990. Nur dass diesmal kein Mann, sondern mit Kurt Nyholmes, Ellen Pasche, eine Frau die treibende Kraft der todesmutigen Grenzgänger ist. Und dass sich auch sonst die Namen der Studententruppe geändert haben. Statt auf Rachel Manus, Julia Roberts, Defla Praxi-Io, Kevin Bacon, Joe Hurley, William Baldwin und Randy Steckle, Oliver Platt, treffen wir auf Rai, Diego Luna, Marlo, Nina Dobrevaux, Jamie, James Norton und Sophia, Kirsey Clemons. Schon das Flatliners Original konnte bei den Kritikern nicht wirklich punkten. Dennoch gilt der Streifen mittlerweile als Klassiker mit Kultaura. Das liegt nicht zuletzt an der damaligen Besetzung. Denn nicht nur Sutherland startete seinerzeit so richtig durch. Roberts, die ebenfalls 1990 auch als Pretty Woman ins Kino kam, begründete gerade ihre Weltkarriere. Und auch Bacon und Baldwin mauserten sich in der Folge zu festen Hallen.